Er ist der Neue an der Spitze des Bezirksverbands München. Simon Höllriegel wurde beim Bezirkskongress der DPulG München einstimmig in das Amt gewählt. Einer der Schwerpunkte seiner Arbeit in den kommenden 5 Jahren. Das ist natürlich die Erhöhung der Besoldung für die Münchner Beschäftigten. Das Thema greift uns natürlich am meisten an. Was natürlich auch noch ganz viel wäre, wäre natürlich der Wohnungsbau, der natürlich in München nicht so großartig vorhanden ist, wie wir brauchen. Da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Leider Gottes sind natürlich da steinige Wege davor, aber ich denke, das kriegen wir hin. Also erstens mal können wir sagen, dass wir echt dankbar sind über jede und jeden Polizist, Polizistin, die unser Leben hier möglich macht. Was wir aber mit Sicherheit machen können, ist den Wohnungsbau weiter vorantreiben, weiter auch wirklich mutige Schritte gehen, zu sagen, Bereiche, auch wenn sie den Münchnerinnen und Münchnern liebgewonnen sind, zu überplanen und zu sagen, ja, möglicherweise müssen wir auch das ein oder andere Hochhaus bauen, in dem man wohnen kann. In einer hochklassig besetzten Podiumsdiskussion, moderiert von Monika Eckert, wurden aber noch weitere Themen diskutiert. Unter anderem sprachen Christoph Klatt, Personalchef der Bayerischen Polizei, der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel und KVR-Chefin Hanna Samüller-Gradl darüber, wie ein Job bei der Polizei attraktiver gemacht werden kann, erst recht in einer Weltstadt mit Herz. Was für mich eigentlich tatsächlich auch einer der größten Dinge ist, was eigentlich vom Preislichen her eigentlich gar nicht so schlimm wäre, das wäre das Deutschland-Ticket für alle Beschäftigten des Polizeipräsidiums München, weil analog das so zu sehen wäre eigentlich wie die Stadt München, die für ihre Beschäftigten eine komplette Übernahme des Deutschland-Tickets macht. Und das wäre zumindest mal eine Möglichkeit, einfach mal ein Zeichen zu setzen für die Wertschätzung der Beschäftigten im Polizeipräsidium München. Finanzierbarer Wohnraum, ein gut ausgebauter, bezahlbarer ÖPNV und eine faire Bezahlung, um Lebenshaltungskosten in einer Metropole stemmen zu können. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, denn der Job an sich ist reizvoll genug. Also ich bin überzeugt, dass die Arbeit in München für die Polizistinnen und Polizisten hochspannend ist. Wir haben Ereignisse, wir haben Großkonzerte, Fußballereignisse und eine Vielfalt, die eigentlich in keiner anderen Polizeidienststelle möglich ist. Aber auch natürlich Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Social Media Team. Also wie gesagt, wir sind ein hochattraktiver Arbeitgeber. Und dass das so ist, daran hatte auch er seit dem Jahr 2010 seinen Anteil. Jürgen Ascherl hat als Personalrat und Gewerkschafter oft verschlossene Türen nicht aufgetreten, sondern behutsam geöffnet, um an seine Ziele zum Wohle der Kolleginnen und Kollegen zu gelangen. Beim Bezirkskongress wurde der Grand Seigneur der DPulG München zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Und kein Geringerer als Tatortkommissar Miroslav Nemec hielt die Laudatio auf Jürgen Ascherl. Ich bin eigentlich geflasht heute. Das, was ich jetzt heutzutage mir erleben durfte, glaube ich, wird alles, was ich die letzten 15 Jahre in vielen Ämtern erlebt habe, toppen, weil das war halt der Wahnsinn. Ich möchte mich natürlich bei allen bedanken, die das auf die Wege gestellt haben und auf die Beine gestellt haben. Und das, was jetzt heute passiert ist, ach, mir hat es richtig Tränen rausgedrückt. Dafür möchte ich natürlich allen Beteiligten danken für diese tolle Organisation und für dieses tolle Event und natürlich für die tollen Ehrungen, die ich heute miterleben durfte. In einer kurzweiligen Veranstaltung, musikalisch untermalt durch das Polizeiorchester Bayern, wurden auch Heinz-Peter Hoffmann und Stefan Berninger zu Ehrenmitgliedern der DPulG München ernannt. Zudem spendete Miroslav Nemec seine Gage zusammen mit Spenden der Huck Coburg, der BB Bank und der DPul Service an die Stiftung der DPulG.